Moin, liebe Mitwischer und Mitwischerinnen der Lasagna Community. Ich mal wieder. Hallöchen. Moin, moin. In dem heutigen Video, was man ja schon aus dem Titel des Videos nehmen kann, geht es heute um den Ganzlinger. Nicht nur, ich wollte einen kleinen Vergleich anstreben, weil, wie gesagt, das Interesse an den Ganzlinger wird ja momentan immer mehr bei uns in der Gruppe. Und einige Fragen sind ja doch dann immer offen und ich dachte mir, mach einfach mal ein Video darüber, über Reinigung und Pflege. Da muss ich sagen, der ist natürlich ein bisschen intensiver zu reinigen als so ein Kunststoffteil. Da geht man einmal mit einem feuchten Tuch rüber und spült ihn einmal aus und das war's. Aber das folgt später im Video. Da gibt es einen kleinen Schnitt. Und wie gesagt, wollte jetzt erstmal einen kleinen Vergleich und ihn ein bisschen vorstellen. Als erstes die traditionellen oder die alten Bucket on the Belt, die Bob-Dinger. Hersteller ist egal, auch wenn jetzt hier einer draufsteht. Die sind fast alle baugleich. Mit einigen kleinen Unterschieden, das stimmt schon. Jetzt zum Beispiel die blauen von dem M. Die haben dieses rotierende Teil hier nicht eben halt, sondern ist starr und fest. Das heißt, es sitzt am Gürtel und schlackert nicht wie das hier so hin und her. Die Benutzer dieses Köchers wissen, wovon ich rede. So, bei diesen Dingern ist es ja nun mal Fakt. Da wird mir jeder, der damit arbeitet, zustimmen, dass sie ein wenig, wenn man sie am Gürtel trägt oder an der Schürze oder wie auch immer, dass die hin und her schlackern. So, das ist, wie gesagt, das sitzt nicht richtig gerade. Dann ist das bei Leuten, die etwas kleiner sind, so wie ich eben halt, wenn man sich mal hinkniet, bodentiefe Fenster abzieht, dass es eben halt manchmal zu diesem Szenario kommt. Platsch, gleich wieder aufwischen. Solange es kein Teppich ist, ne, ist es ja gut. Hier sammelt sich ja genauso Wasser drin wie in jenen anderen auch. So, und das Ding ist natürlich, wenn man, also ich bin jetzt einer, ich arbeite ganz gerne mit 45er Werkzeug und das nehmen ja die ohne weiteres auf, wenn die hier drin sind. Besser zu sehen ist natürlich, wenn ich das einmal so mache. So. Ihr seht das ja, es ist fast bündig. Das sind ja, eine Daumenbreite, passt da noch zwischen. Das heißt, das Wasser, was in der Katze ist, ne, physikalische Gesetze, fließt nach unten oder tropft nach unten und sammelt sich hier drin. Das untere Teil hier wird immer nass sein, nasser als der obere Teil. So, das Problem ist eben halt, wenn man es dann rauszieht. Das ist jetzt zum Beispiel Mikrofaserbezug. Viele benutzen ja auch diese Monsunbezüge. Die tropfen ja sowieso schon ein wenig doller. Genauso wie die Ninja-Bezüge. Also, wie gesagt, ich bin ein Favorit von den Mikrofaserbezügen. Sei es Ungar, Levi oder Merman. Das ist egal. Alle fast gleich. Bis auf die Farbe. So. Wenn man es rauszieht, ist es eben halt so: flapp, 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 flapp. Es tropft. So. Kann man sich natürlich angewöhnen. Man zieht es raus. Dreht es, streift es beim Rausziehen hier so ab und hebt es hoch. Ist ein bisschen Übung und sagen wir ganz ehrlich, die Hose wird gelegentlich nass oder feucht oder wie auch immer. Und es sind nicht nur Freuden, Flecken dann in der Hose, wenn die Kundin pünktlich gezahlt hat. Nein. Und wie gesagt, das ist eben halt das, was diese, ich würde mal sagen, Nachteil haben. Des Weiteren ist es ja auch so, was viele wahrscheinlich kennen, ist ja diese berühmte, das ist jetzt spiegelverkehrt denken, so ihr das Ding hier. Jetzt hat ja Ungar diese Gumminopsen, wie heißen die Teile? Ihr wisst, was ich meine, die man drüber stülpen kann, damit die Gummis, wenn man es hier drin hat, nicht ran schubbern. Und Beschädigung davon tragen. So, soweit so gut. Ich habe das Ding nicht, habe aber schon von vielen Kollegen gehört. Das Ding ist ja,
Die Ergo-Tech-Dinge oder die Metallschienen passen ohne weiteres rein, sind ja auch kleiner, ne? Mit diesem Protector, ich kam eben nicht drauf. Protector, wo eben halt viele Probleme haben, ist, wenn sie jetzt dickere Schienen nehmen, sei es jetzt die Onganinja-Schiene oder Servo oder was gibt es noch? Die Legend-Schiene, dass sie eben halt Probleme haben, das hier reinzukriegen, dann eben halt, weil der Gummipfropfen da noch drauf ist. Dann ist das so, was ich habe den ja früher auch benutzt, sonst hätte ich den ja nicht. Ich habe das immer gehandhabt. Die, die ihn weiterhin benutzen wollen, gebe ich jetzt eben halt kurz einen Tipp. Ich finde es jedenfalls besser. Wenn man den so reinsteckt, hast ja, wie gesagt, steht das ab. Der Griff. Und ziemlich weit. Des Weiteren hast du ja eben halt, wenn du den Protektor nicht hast, eben halt diese Schiene hier, wo du dein Gummi damit beschädigen kannst. Wenn du also einfach die Schiene in das zweite Loch packst, also nicht, ups, Entschuldigung, wie gedacht, hier rein, sondern in die nächste, hat dein Gummi keinen Kontakt mit dem Ding hier in der Mitte. Der Griff. Ups, weites Loch. Ihr kennt das aus dem Schlafzimmer. Freudscher Versprecher. Der Griff guckt nicht so weit ab, eben halt. Sitzt ganz gut. Das Gummi wird geschont und es passt eben halt wunderbar rein. So, so viel zu dem jetzt eben halt. Dann wollen wir mal zu einem Ganzlinger kommen. Und zwar viele natürlich großpullig. Ist nicht ganz unrecht, stimmt schon. Wenn man jetzt einen direkten Vergleich nimmt, ist natürlich ein bisschen bulliger, das stimmt schon. Dazu muss man aber wieder sagen, ich kann ja immer nur von mir reden, ich habe sehr viel Altbauwohnung und da macht sich das Ding hier wirklich bezahlt, weil ich mehr Equipment am Mann tragen kann und muss nicht immer zum Eimer, um wieder die Wischer und Katzen Einwaschträger zu tauschen, weil man eben halt kleinen Dinger, Schießscharten und eben halt wieder große Fenster dazwischen, kannst du alles am Mann tragen. Dazu kommt dann eben halt noch, was ich vorhin angesprochen habe, hiermit eben halt, dass der untere Teil nass wird vom Bezug und dann eben halt tropft wie sonst was. Wenn man das jetzt so sieht, immer noch der 45er, seht ihr, wie viel Platz hier dann noch ist, sozusagen. So viel könnte sich mit Wasser voll sau also Wasser sammeln, ohne dass der Bezug nass wird. Dazu kommt dann eben halt noch, dass man in den Ganzlinger, so macht man ihn eben halt auf, hier hat man so, gibt aber noch mehrere Ausführungen. Ich habe jetzt so das erste Modell noch, hier ist oben halt so eine Schnalle. Machst du auf, das Prinzip sollte jedem geläufig sein. Und dann nicht erschrecken, der ist schmutzig, ist natürlich im Gebrauch. Hat man, ich habe mir jetzt so einen Tafelschwamm genommen, bei der Lieferung ist ein ganz normaler Schwamm dabei, der sich aufsaugt. Tafelschwämme kriegst du unter 1 Euro, teilweise unter 2 Euro, sagen wir es mal so, okay. Der ist eben halt da drin und saugt das Wasser. Du hast es ja so aufliegen. Das Wasser, was überschüssig ist im Bezug, was runterläuft, nimmt der Schwamm auf. Das heißt, wenn du die Katze, den Einwäscher rausnimmst, hast du nicht das Getropfe. Das sammelt sich alles im Schwamm. Und was der Schwamm überschüssig hat, hast du hier unten eben halt dieses Reservoir, wo sich das Wasser dann eben halt drin sammelt. Gelegentlich sollte man natürlich, wie bei dem auch, das Wasser auskippen, beziehungsweise den Schwamm dann einmal auswringen. Wenn man jetzt eben halt so ein Kandidat ist, Einwäscher in Eimer, klitschen das rausnehmen, zack, rein, dann ist das Ding natürlich schneller voll. Das ist, sagt der gesunde Menschenverstand. Aber ich erwähne es nur. ja, wie gesagt, pack's dann hier rein. So. Dazu kommt dann eben halt noch der Vergleich wieder. Wenn das Ding nass ist, packst es hier rein. Hast du es manchmal, dass es abstreift und hier dann eben halt Wasser runterläuft und dummerweise dann auch, wie es manchmal so ist,
über die Hose. Manchmal ärgerlich, wenn man vielleicht das Telefon da in der Seite hat oder den Piepser oder was weiß ich. Hier ist das eben halt so, da kommt nachher noch ein kleiner Videoausschnitt, wo man das eben halt richtig schön sieht. Das habe ich dann mal während der Arbeit gedreht, weil ich jetzt hier nicht mit Wasser rum experimentieren wollte. Wenn du ihn eben jetzt hier reintust und das Wasser abstreifen sollte, hast du hier eine Kante, wo das Wasser reinläuft. Unten dann eben halt so einen Schwamm eben halt hin, ne? Ist dann auch wieder wunderbar. Die Hose bleibt trocken. Du hast natürlich auch mehr Anliegefläche am Bein eben halt, wo das nicht hinterlaufen kann, das Wasser. Wenn du jetzt zu extrem rumplanschen solltest. Dazu muss man noch sagen, die erste Generation, die neuen, die haben auch solche Clips für oben drin, für die Lasche, wo du den ohne weiteres vom Gürtel ablösen kannst. Also bei dem Dingern ist wirklich ein separater Gürtel schon angesagt oder angebracht, da er eben halt doch ein wenig mehr wiegt. Ich könnte jetzt, nee, könnte ich nicht, ich habe nur eine Personenwaage und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Küchenwaage meiner Frau ist. Nein, aber wie gesagt, ein bisschen schwerer ist er schon. Ich benutze dafür ein Bandgürtel, der elastisch ist. So, wenn man das sieht, hat den Vorteil, man zieht es eben halt fest, wie so ein Gürtel seine Aufgabe hat. Hält die Hose oben, beziehungsweise hat nicht die Hose, sondern eben halt den Ganzlinger. Und wenn man eben halt rumklettert und rumturnt, geht er mit der Körperbewegung mit eben halt. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr euch wirklich so ein Ding anschaffen solltet, holt euch einen elastischen Bandgurt. Aber es ist ja jedem selbst überlassen. Nur meine Meinung, mein Tipp. So, dann wie gesagt, dann habt ihr eine Menge oder noch mehr Stauraum als bei den eben halt alten oder bei den Plastikköchern. Eben halt als erstes die Katze eben halt rein, den Einwäscher. Passt wunderbar. Könnt aber auch eine zweite. Also wie gesagt, wenn ihr die gegeneinander stellt, könnt ihr dann eben halt noch eine kleine reinpacken. Ich handhabe es aber meistens so, dass ich dann das ist jetzt 45er Besteck, packe ich jetzt hier rein. Und wenn ihr dann eben halt noch was Kleineres braucht, in den oberen. Weil die größeren Bezüge würde ich immer weg vom Körper, dass sie eben halt, wenn ihr euch mal bückt, euch das Ding nicht in die Seite drückt, dann habt ihr nämlich eine nasse Seite. Also wie gesagt, wenn ihr das eben halt nur so nutzt, einfachen Einwäscher und Dings, vom Körper weg die Katze, den Einwäscher und am Körper nah den Wischer eben halt. Wie gesagt, passt wunderbar rein. Dann upsala, kannst du natürlich auch passen zwei Ninja Dings ohne weiteres rein. Wischer oder Sirbe oder was weiß ich. Zwei Katzen könnt ihr nebeneinander. Und was ich jedem empfehlen würde, ist, wenn ihr euch so ein Ding holt, holt euch das mit Schlaufe. Da könnt ihr immer noch einen kleinen Wischer reinpacken. Ich würde sie nicht so reinpacken. Erstmal tropft es dann eben halt, wie gesagt, wie bei den ganz alten Lederriemen, die man früher an der Schürze getragen hat. Die Älteren werden wissen, was ich meine. Wirklich so rein empfiehlt sich wirklich. Also ich habe da meistens den 45er, den 45, den 15er Wischer drin, weil er sonst hier oben manchmal raus putzen könnte und so kann er nirgendwo hin. Ne? Oder was ich auch bei vielen gesehen habe, dass die sag mal schnell, ihre Klinge. Jetzt zum Beispiel die Ninja-Klinge haben einige hier dran gemacht oder da festgemacht. Das ist natürlich auch eine Option. Was man machen könnte. Ja, gut. Soweit dann eben halt dazu. Dann folgen jetzt dann eben halt noch ein paar Bilder, was man dann noch alles reinpacken kann. Was sich auch hier im oberen, also hier in der körpernahen Kammer ideal noch
Platz hat, ist die Griffverlängerung. Gibt es ja auch von Ungar, diese grünen kleinen, ist eigentlich unter Stange bezeichnet. Ich glaube, 15 cm sind das. Passen hier wunderbar rein. Fallen natürlich nicht durch, weil man eben halt den Schwamm drin hat. Kann man wunderbar rausnehmen, hat eine Verlängerung immer dabei. Dann kommt das noch hinzu. Dann kannst du nämlich, wie gesagt, Dings reinpacken. Die mehreren Wischer. Ich mache das immer unscripted. Ich denke mir immer aus, was ich sage, und dann vergisst man wieder so manches. Ist unprofessionell, weiß ich, aber was soll's. Nein. Wie gesagt, hat eine Menge Stauraum. Passt alles wunderbar rein. Und wie gesagt, wo was eben halt oben noch ideal ist, was mir jetzt nämlich wieder eingefallen ist. Einige benutzen ja jetzt auch von Merman oder von Wagtail diese Gerätschaften, die zum Zwiffeln sind. So. Bei den Dingern fallen sie leider raus. Ist so. Das ist, wie gesagt, der Griffelder nicht drin, kriegt Gegengewicht und rutscht das Ding raus. Hier kannst du es oben wunderbar reintun. Ist ideal, muss nichts tauschen, wie bei anderen Köchern, die jetzt auf dem Markt sind. Wo du Einsätze hast, die schiebst du rein und ja, dann hält das. Und die Griffe von den Wäschern gucken auch ziemlich weit raus. Aber da warte ich auch immer noch auf ein Erklärvideo von einem Kollegen, der sowas hat und den auch mal vorstellen könnte. Ja, wie gesagt, jetzt folgen dann eben halt noch ein paar Bilder. Eben halt der Größenvergleich nochmal vielleicht besser zu sehen auf einem Bild. Dann kommt eben halt noch ein kleines Video dazu, wie sich das Wasser verhält, wenn es runter an der Seite runterläuft und wie es in die Kamera reingeht. Ja, und zu guter Letzt kommt dann eben halt noch Reinigung und Pflege hinten dran. Und dann war es eigentlich so, dass die Basic wissen, was man über den Ganzlinger wissen müsste. Um ihn, wie gesagt, zu benutzen und ja, sauber zu halten, weil, wie gesagt, ein bisschen pflegeintensiver ist er schon, das stimmt schon, aber ganz ehrlich, sein Arbeitsmaterial muss man hin und wieder auch mal pflegen. So sehe ich das. Na gut, ich verabschiede mich dann jetzt an dieser Stelle. Danach kommen eben halt noch die anderen Videos und Bilder und ja, bleibt sauber. Tschüss. Das Problem bei den kleineren ist ja, wie gesagt, du kannst das einfach so reinpacken. Es kommt selten vor, dass du wirklich hier so abstreifst. Kannst du auch machen. Und das überschüssige Wasser, das läuft hier in die Rille rein, in den Ganzlinger. Hat den Vorteil eben halt, es läuft nicht das ganze Bein runter. Du hast kein nasses Bein, wie bei den anderen. Du kannst mit einer Hand das Equipment rausnehmen und wieder reinpacken. Das hast du bei den anderen nicht. Bei den anderen machst du meistens mit beiden Händen zack, so rein. Das ist eben halt auch, weil eben halt ein bisschen geräumiger ist. Und ja, wie gesagt, das Bein bleibt trocken. Mit einer der Vorteile bei diesen Köchern.
Ja, zum Trocknen einfach so rum hinstellen ist das Beste. Einmal komplett durchtrocknen lassen und dann so aus 20 cm Entfernung mit einem Imprägnierspray, was ihr auch für Schuhe nimmt oder für einige Kleidungsstücke, aufsprühen und dann ist es mehr wasser- und schmutzabweisend. Aber wie gesagt, einmal im Monat sollte man schon einmal richtig schön mit der Bürste rübergehen und die ganzen Schmutzpartikel auch in den Ecken eben halt entfernen. Gut, ich hoffe, ich konnte damit einen kleinen Denkanstoß anmachen, was die Pflege des Ganzlingers anbelangt. Und ja, nachher Fotos folgen natürlich auch noch, wie er gereinigt aussieht, wenn er einmal durchgetrocknet ist. Oh,